Bei meinem Lenovo Y50-70 hat sich nach 3 Jahren Benutzung der Akku aufgebläht. Um keinen Brand zu verursachen, habe ich den Akku direkt entsorgt, obwohl der Laptop noch mit dem Akku hätte betrieben werden können. Den originalen Akku gibt es für ca. 100 Euro. Ich habe mich für einen günstigeren, kompatiblen Akku bei Amazon entschieden. In der Videobeschreibung findet ihr den Link. Die Kapazität ist identisch wie die des Originals. Der Akkutausch ist recht simpel. Man trennt den Laptop vom Strom und entfernt alle sichtbaren Schrauben des Deckels auf der Unterseite. Zu beachten ist, dass die beiden oberen Schrauben länger sind als die restlichen Schrauben. Insgesamt sind 12 Schrauben zu entfernen. Sind diese entfernt, kann man vorsichtig den Deckel abheben, indem man ihn etwas nach hinten wegschiebt. Mein Akku hatte ich bereits ausgebaut. Zum Ausbauen müssen lediglich 4 Schrauben entfernt werden und das Kabel vorsichtig gezogen werden. Ich beginne mit dem Einbau und lege den Akku so ein, dass die Löcher für die Schrauben aufeinander passen. Nun schraube ich die 4 Schrauben wieder ein. Am Ende muss noch der Akku verbunden werden. Der Stecker kann nicht falsch herum eingesteckt werden und lässt sich ohne Druck verbinden. Danach wird die hintere Abdeckung wieder geschlossen und die Schrauben wieder eingeschraubt. Ich konnte direkt danach den Laptop nicht in Betrieb nehmen, obwohl der Akku geladen war. Ich musste kurz eine Verbindung mit dem Netzteil herstellen, erst dann konnte ich den Akku wie gewohnt nutzen.